Da habe ich dann einfach nur mehr gegessen und habe mir gedacht, das geht nicht. Ich brauche irgendwas, ich will so nicht mehr leben. Ich kann so nicht mehr leben. Du bist Gefangener in deinem Körper. Du bist die Geisel deines eigenen Körpers. War eigentlich schon immer so. Wenn man fester war, war man einfach trotzdem der Außenseiter. Und es war eigentlich jedem egal, was der Grund war, weshalb und das. Ne? Ich meine, die fette Sau war sowieso ein normales Bezeichnung. Die Kinder haben ihn ausgespottet, indem er die dickste und fetteste Mama vom Kindergarten hat. Aus meiner Erfahrung heraus kriegen junge Menschen mit extremem Übergewicht viel schwerer einen Job. Ich wollte keine Minute mehr in diesen depressiven, dicken Körper verbringen. Offenbar sind viele extrem dicke Menschen so verzweifelt, dass sie die einzige Lösung für ihr Problem hier sehen. Weniger Pizza, Schokolade oder Junkfood essen oder mehr Bewegung machen, um wieder zu einer normalen Figur zu kommen. Das funktioniert nicht so einfach, wie sich das die vorstellen, die nie Probleme mit dem Gewicht hatten. Und deswegen lassen sich pro Jahr 3000 Menschen in Österreich, die unter krankhaftem Übergewicht leiden, Ärzte sagen adipös sind, operieren. Hier im AKH werden dann etwa Magenverkleinerungen durchgeführt. Aber wie schauen die Chancen auf ein Leben mit Normalgewicht dann wirklich aus? Trotz aller gut gemeinten Kampagnen wird unsere Gesellschaft übrigens immer fettleibiger. Schon 10% der Kinder hierzulande sind adipös, Tendenz steigend. Tina Schmidt-Labenbacher hat mehrere extrem übergewichtige Menschen ein paar Monate lang begleitet und dokumentiert, wie es jemandem geht, der versucht, von seinen 180 Kilos die Hälfte zu verlieren. Es ist ein heißer Junitag, an dem wir Adrian in einem Wiener Park treffen. Weite Strecken schafft er zu Fuß nicht mehr. Das hat er uns schon vor dem Treffen gesagt. Adrian wiegt 184 Kilo. Er kommt schon nach ein paar Schritten außer Atem. Der Hackschüler ist 19 Jahre alt. Begleitet wird er von seiner Mutter und seiner 2 Jahre jüngeren Schwester Sarah. In 2 Tagen ist ein wichtiger Einschnitt für Adrian. Da wird sein Magen verkleinert. So soll er das schaffen, was ihm bis jetzt nicht gelungen ist: Gewicht verlieren. Da wird sich halt einiges verändern. Ich meine, man kann halt dann endlich Sport machen, man kann sich betätigen, man kann sehr viele Aufgaben machen, ohne aus der Puste zu sein. Oder man kann sie länger ausführen, man kann sich gut dabei fühlen. Es ist halt nicht dann eine Qual, sondern Spaß eher, diese Aufgaben auszuführen. Ist dein Leben im Moment eher eine Qual? Was das Sportliche angeht, schon eher, ja. Es ist sehr anstrengend, ja. Und so im normalen Leben, der Alltag bei dir? Ja, ich meine, ja, der Weg in die Schule ist halt doch etwas anstrengender dann schon. Sport ist halt mein Gewicht dann doch eher eine Herausforderung. Und haben Sie es dann mit Diäten versucht? Wir haben ja, aber das bis 2 Wochen hat ausgehalten. Ich habe verschiedene Diäten gehabt. Und dann hat, wenn ich war in Arbeit, dann hat sie heimlich was bestellt per Internet. Pizza oder solche Sachen hat gegessen, hat immer Gusta gehabt und hat gegessen. Immer Hunger gehabt? Ja. Von klein auf war Adrian dicker als die anderen Kinder. Mit 2 Jahren hatte er schweres Asthma, musste Cortison nehmen, sollte sich schonen. Vielleicht war das ein Auslöser, warum er, im Gegensatz zur Schwester, so stark übergewichtig wurde, vermutet seine Mutter. Die Leute glauben, ich sehe das nicht, was tue ich, aber ich kann ihm nicht verbieten. Und dann, wann bin ich in Arbeit und ist nichts Gutes, er hat Tasche, er hat Geld, dann will sie was bestellen und dann isst was. Also die Leute haben Ihnen auch ein bisschen Vorwürfe gemacht, wie sie weit kommen konnte. Ja, die Nachbar und so weiter, ja. Warum er das Kind so übergewichtig werden lassen. Das kränkt sie auch, oder? Ja, schon. Also ehrlich gesagt, ich kann mich immer erinnern, dass mein Bruder ein bisschen dicker war. Aber mich hat das nie so wirklich gestört, überhaupt nicht als kleines Kind. Also er war immer mit mir. Und mir ist das nie so wirklich aufgefallen, dass er dicker war als ich. Weil das früher auch nicht wirklich ein Thema war. Aber halt, als wir dann in die Pubertät gekommen sind, war das dann schon, also da hat alles angefangen mit, dass meine Freundinnen gesagt haben, warum ist dein Bruder so dick. Und was sagt man da über dich? Man wird nur gesagt, dass ich übergewichtig bin, wird halt vulgär darüber geredet, aber jetzt so speziell, es wird nichts gesagt, also ich wurde halt ausgelacht und das war's halt eigentlich. Mit Konfektionsgröße 5x Large ist ein normales Leben nicht mehr möglich. Hast du schon eine Freundin gehabt oder so? Würde ich nicht so sagen, nein. Man schaut halt besser aus, wenn man nicht übergewichtig ist. Da ist dann schon die Interessegröße bei verschiedenen Leuten. Und ja,
Ja, die Kleidung muss ich halt extra bestellen im Internet, weil es ist sehr schwer für mich Kleidung zu finden. Und das mit dem Kino stimmt auch, das Essen sind dann doch sehr eng teilweise, also ins Kino gehe ich eher nicht mehr. Bist du viel im Internet? Oder? Ja, ich verbringe sehr viel Zeit im Internet. Was machst du da? Videospiele spielen, chatten mit Leuten und dann Videos schauen auf YouTube, Serien schauen. Ich verstehe nicht, wie kann man tagelang zu Hause sitzen und nicht rausgehen. Ich verstehe das wirklich nicht. Ich von deshalb habe so große Angst gehabt, habe ihm gesagt, Adrian, du wirst in ein paar Jahren, zwei Jahre Pflegefall, wenn das weiter. Du wirst nicht, wir wohnen im zweiten Stock ohne Lift. Und du wirst nicht schaffen, die Stiege rauf und runter gehen und sich bewegen. Und es geht langsam in diese Richtung und ich war wirklich verzweifelt. Die Magen-Bypass-Operation sieht die Familie als letzte Rettung. Vor 3 Jahren hat Bianca Heilmeier über 180 Kilo auf die Waage gebracht, also genauso viel wie Adrian. Wenn man sie heute sieht, kann man das gar nicht glauben. Biancas Mutter hat im Kasten noch alte Kleidung der Tochter gefunden. Dieses Shirt, Größe 8x Large, und die Short waren Biancas Lieblingsstücke. Seit 2014 hat die heute 24-jährige Niederösterreicherin einen Magen-Bypass. War die Bianca immer stark übergewichtig? Ja. Sie ist mit 4,20 Kilo und 56 auf die Welt gekommen. Da haben wir schon ins Kinderabteil ums Gewand müssen. Und das ist leider dann stetig so weiter geworden. Ich war ja regelmäßig beim Kinderarzt. Lutscher wollte es keinen, nur Flaschen. Und dann ist es leider so weitergegangen. Da haben ihm die Lehrer schon gesagt, es ist schon bedenklich. Dann haben wir sie in ein Diätcamp angemeldet, 3 Wochen Schladming. Da hat es wirklich schnell ein paar Kilo abgenommen, aber das hält leider nicht lang. Was hat sie da so gegessen am liebsten? Alles. Wirklich alles. Diese Schoko und Keks vom Hof habe ich so gern gehabt. Da habe ich immer die ganze fast auf einmal gegessen. Habe aber die Papierl immer versteckt, damit ich es nicht gegessen gehabt habe. Papierl waren nie misskübelt. Die waren immer in die Ritzen von den Bänken hinter der Bank. Wenn ich da 2 Mal im Jahr gründlich gemacht habe, ist Wahnsinn, was da an Papierl. Das war immer, wie wenn sie es nie gegessen hätten, wenn die Papierl nicht weggeschmissen worden wäre, ist mir das vorkommen. Eine Ulknudel war sie immer, erzählt Bianca. Um von ihrem Körper abzulenken, war sie meistens die lauteste von allen. Wenn sie heute die alten Videos ansieht, muss sie schmunzeln. Ich habe meinen Urlaub auch so ausgewählt. Also wenn ich geschaut habe, die Hotels, nicht nach Preis oder so, das schon auch, aber welche Sessel sind im Speisesaal? Also keine Armlehnen, weil sonst komme ich da nicht raus und kann mich dort nicht hinsetzen. Also das ist ein Kriterium, wo man, wenn wir andere Leute spazieren gehen und den Urlaub genießen und wir sagen, okay, wir gehen Abendessen, wo können wir Abendessen gehen, kann ich nicht sagen, ah, da gefällt mir die Speisekarte, sondern ah, da könnten Sessel sein, die mich aushalten. Oder Fahrrad, ich habe mich hin und her Fahrradfahren traut, weil ich Angst gehabt habe, dass das Fahrrad irgendwann einmal zusammengeht. Also kannst du dann nicht immer Sport machen. Und eben das Moped haben wir nach dem ausgesucht, dass es genug aushaltet, auch vom Gewicht, weil der ist auch eine Gewichtsbegrenzung. Mit 15 war ich einmal bei einem Arzt, da haben mich meine Eltern zu einem Arzt gebracht, der mir irgendwie ein Magenband machen wollte oder so, da waren wir da irgendwo. Mhm. Und hat mir da damals gesagt, okay, wenn ich so weitermache, werde ich keine 30. Und zum 20. Geburtstag habe ich mir dann gesagt, okay, ja, 5 Jahre später, 10 Jahre reichen mir aber eigentlich nicht. Und ich war so unzufrieden in meinem Job. Und da habe ich dann einfach nur mehr gegessen. Und da haben wir dann gedacht, das geht nicht. Ich brauche irgendwas. Ich will so nicht mehr leben. Ich kann so nicht mehr leben. Und habe dann von einer Freundin zufälligerweise gesehen, die auch einen Magen-Bypass hat, wie sie gepostet hat, wie glücklich sie nicht ist mit ihrer Abnahme und so. Und ich wollte einfach nur abnehmen. Ich habe sie gefragt, wie sie es gemacht hat. Ich will auch unbedingt abnehmen. Und sie hat gesagt, ja, ein Magen-Bypass. Und haben wir gedacht, okay, was, dann mache ich das auch so. Ich habe nicht lange darüber nachgedacht, ob es was anderes gibt oder so, weil ich wollte einfach genauso schnell, genauso viel abnehmen und ich wollte keine Minute mehr in diesen depressiven, dicken Körper verbringen. Wie fühlen sich Menschen mit krankhaftem Übergewicht, also mit Adipositas? Das kann kaum jemand besser beantworten als Elisabeth Jäger.
Seit 16 Jahren ist sie die Leiterin der Adipositas Selbsthilfegruppe. Die quirlige Pensionistin besteht darauf, dass wir sie duzen. Adipositas ist eine Erkrankung. Das ist nicht jemand, der undiszipliniert und willenlos und faul ist, sondern das ist eine Erkrankung, es ist eine Suchterkrankung, es ist eine körperliche Sucht, von der man nicht clean werden kann. Von Alkohol, Nikotin, Drogen etc. kann man clean werden, aber von Essen kann man nicht clean werden. Man kommt dreimal täglich mit seiner Droge Minimum in Berührung. Wie hast du ausgesehen früher? Ich habe gehabt 147,5 Kilogramm. Das heißt, also bei meiner Größe von 1,52, ich würde mal sagen, ich war ein Würferl. Ja, so 1,50 Meter hoch, 1,50 Meter breit und 1,50 Meter tief. So flapsig gesprochen. Aber ich kann euch dann gerne ein Foto davon zeigen. Also wie gesagt, unglücklich, wenn ich es auch nach außen nie ausgestrahlt habe. Der Adipöse ist der gemütliche, dicke, der um keinen Preis negativ auffallen will, weil er ja durch seine Fülle sowieso schon negativ auffällt. Wie viele Dicke ist auch sie immer wieder beschimpft worden. Zuchtschwein war so das Harmlosere. Ich meine, die fette Sau war sowieso ein normales Bezeichnung und wobei viel schlimmer als diese ganzen Schimpfwörter waren eher diese Dinge, wie wenn man wo in der Öffentlichkeit einmal was gegessen hat. Kein Mensch wusste, wann ich das letzte Mal was gegessen habe. Aber jeder hat die angeschaut und hat gesagt, puh, na die hat's notwendig. Ja? Also diese Dinge sind eigentlich die wehtun. Ja? Ich habe Mitte Juli Geburtstag oder Ende Juli Geburtstag. Ja? Wenn ich dann sitze bei einem Konditor und esse einen Eisbecher und heute schaut mich kein Mensch an. Ja? Aber damals hat es geheißen, na ey, Kleiner, die hat es notwendig, die Fette. Elisabeth isst noch immer gern, aber halt kleinere Portionen. Und sie versucht gesünder zu kochen, auch mit Gemüse aus dem eigenen Beet. Ich weiß, dass Adipositas eine tödliche Krankheit ist. Meine Schwester ist mit 45 Jahren an Adipositas verstorben. Mit weit über 200 Kilogramm, Spezialsarg, kein Leichenwagen, sondern Lastwagen. Also das ist auch nicht lustig. Dick sein ist in jedem Alter eine Belastung, aber am meisten leiden die Jungen. Ich kenne einen Jugendlichen, der bei mir in der Selbsthilfegruppe ist, der wollte unbedingt eine HTL machen. Der ist in die Sonderschule gesteckt worden, weil er dick war. Nicht, weil er dumm war, sondern weil er dick war. Das war der Bärli von der Frau Lehrer. Und nicht der Schüler, dem man was beibringt. Adrians Operation rückt näher. Er hat den letzten Kontrolltermin im AKH in Wien, wo es eine spezielle Adipositas-Ambulanz gibt. Wieder ist seine Familie dabei. Die Kosten des Eingriffs übernimmt bei ihm die Krankenkasse. Denn Adrian hat einen Body Mass Index von 56. Das beschreibt das Verhältnis der Körpergröße zum Gewicht. Normal wäre in Adrians Alter ein BMI von 20 bis 25. Bei dem jungen Niederösterreicher ist es bereits eine Adipositas der Stufe 3. Also bereits der letzte erreichbare Grad. Operiert wird Adrian von einem der renommiertesten Adipositas-Chirurgen, Dr. Gerhard Prager. Bist schon aufgeregt? Ich bin sehr aufgeregt, ja. Freust dich drauf? Ich freue mich sehr. Ich hoffe, mein Leben wird sich verändern und ich werde glücklicher dadurch sein. Bestimmt und vor allem leichter und gesünder. Das auf jeden Fall, ja. Das ist ja das Ziel der Operation. Genau. Wir machen einen sogenannten Y-Ruhmagen-Bypass und ich erkläre das kurz, Adrian. Du hast das eh schon einmal kurz gesehen. Man sieht hier den Magen, der wird hier abgetackert. Das wird mit einem speziellen Klammernahtgerät gemacht. Das sind winzige Titanklammern, das wird computergesteuert gemacht. Das heißt, das Gerät misst, wie dick ist dein Magen. Und je nachdem, je dicker er ist, desto langsamer werden diese Klammern dann abgefeuert. Das heißt, du hast dann einen neuen, abgetrennten, kleinen Magen. Und der Rest, der große Magen, schläft dann sozusagen. Der bleibt in dir gut durchblutet. Man kann das, wenn man möchte, wieder rückgängig machen. Das ist eine voll rückgängig zu machende Operation. Sollte man dann nicht durch andere Methoden das probieren, durch Psychotherapie, Abnehmen, Bewegen?
So in die Richtung. Ja, diese Programme gibt es natürlich alle. Die Operation sollte natürlich nur Menschen mit extremem Übergewicht, vor allem im Jugendalter, vorbehalten sein. Also gerade bei Jugendlichen sind wir hier besonders vorsichtig und wir würden sicher niemanden mit einem Body-Mass-Index von 35 und 17, 18 Jahren operieren. Der Adrian hat aber, darf ich das sagen, einen BMI, ich glaube von 56, wenn ich es jetzt auswendig weiß. Und welche Chance haben Sie mit einem BMI von 56 dauerhaft Gewicht zu verlieren? Es geht immer um dauerhaft. Es geht nicht darum, um abzunehmen. Das weiß jeder, der schon einmal versucht hat, abzunehmen. Abnehmen selber ist leicht, aber das Gewicht halten, das ist sehr, sehr schwer. Es ist wie ein Gummiband, das Sie immer zurückzieht zu Ihrem Ausgangsgewicht. Adrian, jetzt darf ich noch einmal kurz deinen Bauch anschauen, gell? Mhm. Zwei Tagen gehen wir es an. Hast du irgendeine Voroperation gehabt im Bauch? Nein, habe ich keine gehabt. Hast keine gehabt, gell? Es gibt eine Vielzahl von Studien und die zeigt, was man für diese Menschen damit bewirken kann. Ein dauerhafter Gewichtsverlust verlängert das Leben, reduziert das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall, reduziert die Wahrscheinlichkeit, Diabetiker zu werden und vor allem reduziert auch die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken und daran zu versterben. Und bei all diesen medizinischen Sachen, muss man sagen, steht eines im Vordergrund, dass sie diesen Menschen, glaube ich, wirklich ein neues Leben schenken, das Glücksgefühl, die Änderung der Körperwahrnehmung. Das ist, glaube ich, etwas, was man nicht unterschätzen darf. Welche Chance hat so jemand wie der Adrian, wenn er jetzt so weitermachen würde? Wie sehen Sie das? Aus meiner Erfahrung heraus, und auch dazu gibt es Studien, kriegen junge Menschen mit extremem Übergewicht viel schwerer einen Job. Sie sind in der Arbeitswelt viel schwerer vermittelbar. Und ich glaube, der Adrian hat da auch schon erste Erfahrungen, leidvolle, gemacht. Und das sonstige Sozialverhalten, was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Das geht jetzt hinsichtlich sexueller Entwicklung, Freundschaften und so weiter. Es ist ganz wichtig, dass diese Menschen auch eine psychologische Begleitung haben. Das, glaube ich, ist etwas ganz Wesentliches. Weil wenn sie so einen Eingriff in den Körper machen, ändern sie natürlich auch viele, viele andere Dinge. Und ich glaube, dass es ganz enorm wichtig ist, dass der Adrian auch eine psychologische Betreuung und Begleitung hat. Und das kriegen alle Patienten bei solchen Eingriffen. Der Chirurg zeigt uns Fotos des schwersten Patienten, den er je operiert hat. Er hatte 615 Kilo und kam aus Saudi-Arabien im Frachtflugzeug. So Menschen können natürlich nicht mit normalen Flugzeugen transportiert werden. Und auf diese Art und Weise ist er dann nach Wien gekommen. Und man sieht ihn hier am Operationstisch. Und so jemand ist natürlich so schwer und groß, er ist seit vielen Jahren nicht mehr aufgestanden. Und man konnte ihn auch nicht auf einem normalen OP-Tisch lagern. Wir mussten ihn dann in einem Spezialbett, das 2 Meter breit ist, operieren. Aber auch das geht minimalinvasiv. Also auch diesen Herrn haben wir laparoskopisch operiert. Und ich weiß, dass er dann noch 250 Kilo gehabt hat. Also einen Gewichtsverlust von über 300 Kilogramm letztlich. Was schon bemerkenswert ist. Das ist Saudi-Arabien ein großer Markt anscheinend. Wohlstand ist in diesem Land natürlich sehr, sehr stark ausgeprägt. Ich kann Ihnen hier eine nette Anekdote erzählen. Ich hatte einmal einen Patienten, der ist mit seiner Mutter gekommen und die Mutter hat dann gesagt, es ist der größte Wunsch des jungen Mannes, dass er mal in einen Ferrari hineinpasst. In seinen eigenen nämlich. Wie viel hat er gewogen? Das war um die 300 Kilogramm. Gleich vis-à-vis des Untersuchungszimmers wartet bereits der nächste Patient. Hallo. Herr Gruber, hallo. Wie geht's Ihnen? Ja, sehr gut. Und Sie? Herr Gruber wurde kürzlich aus Linz überstellt. Dort wurde ihm dringend zu einer Magenbypass-Operation geraten. So stark Übergewichtige werden nur hier in Wien operiert. Herr Gruber, wie viel Kilo haben Sie? Wie viel wiegen Sie? Aktuell sind es 272, glaube ich, sind es. Ja. Und mit wie viel sind Sie eingeliefert worden? Ins Linzer Krankenhaus mit 334. Da haben Sie eh schon toll abgenommen eigentlich. Ja. Und das war Wasser nur, oder was? Ein Großteil nur Wasser, ja. Es ist bei mir wirklich so, dass in der Familie, also der Vater, der Großvater, der Onkel, mein Bruder, leiden alle dazu, ein bisschen Übergewicht zu haben. Mich hat es halt ein bisschen mehr erwischt. Dann kommt bei mir noch dazu, als kleiner Bub in der Schule natürlich schon immer segiert worden, mit fette Sau und alles drum und dran.
Dann sperrt man sich irgendwann zu Hause ein und sagt, okay, habt's mir gern und muss ich mir nicht anhören. Und das habe ich gemacht. Felix Gruber ist 41 Jahre alt und lebt gemeinsam mit seiner Mutter in einer Wohnung in Linz. Worauf freut er sich nach der Operation? Naja, nachdem ich jetzt 12, 14 Jahre nicht draußen war von meiner Wohnung, werde ich mal ins Kino gehen und alles, wieder mal shoppen gehen. Also auf sowas freue ich mich schon. Sie waren 12, 14 Jahre nur in Ihrer eigenen Wohnung? Ja. Ich habe mich da drin einfach abgekapselt. Was haben Sie da die ganze Zeit gemacht? Fernsehen, Computer, Internet. Also das meiste eigentlich Internet. Ich schaue, dass der Tag vorbeigeht. Der Eingriff ist für den sympathischen jungen Mann seine letzte Hoffnung auf ein normales Leben, wie er selber sagt. Adrian muss inzwischen noch zu einer ernährungswissenschaftlichen Beratung. Das verlangt auch die Gebietskrankenkasse so. Denn nach der OP wird nichts mehr so sein wie vorher. Christina Süß ist diplomierte Diätologin. Was glaubst du, wie klein wird denn der Magen sein nach der Operation? Hast du da eine Vorstellung? Mit einem Zehntel davon würde ich sagen, oder einem Achtel. Das ist gar nicht so eine schlechte Schätzung. Also wenn man sich Milliliter sich anschaut, 15 bis 20 Milliliter. Mhm. Das ist dann das Fassungsvermögen nach der Operation. Wenn du dir jetzt zum Beispiel so einen Becher anschaust, kann man davon ausgehen, dass das ca. 20 Milliliter sind. Bis zu der Markierung hier oben. Aber damit du nicht vergisst aufs Essen, und das passiert nämlich vielen Patienten, die dann immer einen Tag nichts essen, weil ich habe ja keinen Hunger, wieso sollte ich denn was essen, ist es wichtig, dass man am Anfang sich zum Essen zwingt. Und das wird was Neues für dich werden. Und zwar sollst du dann alle 2 bis 3 Stunden eine Kleinigkeit essen. Also das, was du halt pro Mahlzeit essen kannst, wenn das jetzt 3 Esslöffel sind, dann sind es 3 Esslöffel. Wenn es nur 2 Esslöffel sind, dann sind es halt nur 2. Aber das heißt wirklich versuchen, dir einen Plan zurechtzulegen und nicht aufs Essen vergessen. Mhm. Und um das halt vorzubeugen und zu vermeiden. Mutter und Schwester wollen Adrian auch dabei helfen, sich gesünder zu ernähren. Adrians Wunschgewicht ist 100 Kilo. Aber nicht nur das Essverhalten muss sich ändern. Nach so einer OP nimmt die Nährstoffaufnahme durch den Darm ab. Man muss lebenslang Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Auch Eiweiß muss zugeführt werden. Ernährungsberatung braucht Bianca nicht mehr, da ist sie bereits Profi. Um ihre Figur zu halten, geht sie 2-mal wöchentlich trainieren. Als sie noch 180 Kilo hatte, war das unvorstellbar für sie. Training davor oder so, das habe ich gar nicht. Also schon einmal probiert irgendwann einmal, dass man sich dachte, geht man mal spazieren oder macht man mal ein bisschen was. Aber es war immer 5 Minuten, dann hat man sich gedacht, um Gottes Willen, nein. Couch. Weil es so anstrengend war, ja. Oder weil man geschwitzt hat oder was war das? Ja, so alles irgendwie. Ich habe vor dem Magen was auch noch geraucht und wenn man dann sich bewegt und sofort keine Luft hat und schwitzt und alles tut weh, Beckenschiefstand, Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen, da gibt man dann gleich einmal auf. Was wäre so dein Traumbody, dein Traumkörper? Also schon ziemlich muskulös. Umso mehr Muskeln man hat, umso mehr Kalorien verbrennt man und da kann man mehr essen. Nein, aber schon so 36er Größe. 100 Kilo sind schon weg. Das schafft neue Probleme, die überschüssige Haut. Die schaut nicht nur hässlich aus, sondern entzündet sich auch leicht. An den Oberarmen und am Bauch wurde Bianca deshalb von der Krankenkasse eine Straffung bewilligt. Der Eingriff vor einem Jahr hatte schmerzhafte Folgen. Durch die erste Straffung habe ich die Naht am Bauch und bin immer so gebückt gegangen. Und das ist halt generell beim Gehen und bei allen Sachen, wo man steht oder geht, verkrampft es dann nach der Zeit. Und da habe ich Gott sei Dank, jetzt ist die Achsel endlich zu.
habe ich beginnen können, weil es war ganz schlimm, wenn man wirklich monatelang gebückt geht, weil die Muskeln vernäht worden sind. Mit ihren Oberschenkeln und ihrem Gesäß ist Bianca noch unzufrieden. Sie hofft auf grünes Licht von der Krankenkasse für eine weitere Operation. Allein für diesen Moment haben sich all die Qualen gelohnt, sagt Bianca. Endlich kann sie wieder einkaufen gehen, wie alle anderen jungen Frauen in ihrem Alter auch. Ist mit der Größe alles in Ordnung oder kann ich behilflich sein? Nein, ich glaube, es dürfte passen. Oder? Ich weiß nicht. Wahnsinn. Welche Größe war denn das jetzt? Das war 36. Echt? Ja. Na, arg. Und wie viel genau haben Sie abgenommen? Fast 100 Kilo. Wahnsinn. Eiserner Wille. Ja, echt. Ich hätte ein Foto von vorher, wenn Sie es sehen. Ja, bitte. Kann man das gar nicht vorstellen. Wahnsinn. Mit 20 habe ich noch so ausgeschaut. Wahnsinn. Vor dem Mangbibers war ich eher so Taco Kick in der Übergrößenabteilung, dann ziemlich billig, weil so sich dann die letzten Kilos so schnell gegangen sind, dass ich eigentlich alle paar Wochen mal eine neue Größe gebraucht habe. Also 48 war immer die Größe, wo ich mich die meisten Jahre bewegt habe, so Schulzeit und so. Aber dann ist halt im letzten halben Jahr schlagartig raufgegangen auf 56. Da habe ich in ein bisschen über einem halben Jahr über 30 Kilo zugenommen vom Magenbibers. Bianca hält sich sehr genau an ihre Essenszeiten. Das muss sie, um Blutzuckerschwankungen zu vermeiden. Wie geht es ihr, wenn sie hier am Tullner Markt die verschiedensten Köstlichkeiten wie Leberkäse sieht? Würde mir zwar gut schmecken, aber ich weiß ganz genau, dass ich danach totale Bauchschmerzen bekommen würde. Und außerdem würde ich auf kurz oder lang wieder zunehmen, weil es doch sehr kalorienreich ist und na, geht gar nicht. Hast du Lust manchmal darauf? Ständig. Wirklich ständig. Ich könnte, wenn ich da durchgehe, es ist für mich wirklich eine Qual, überhaupt jetzt um die Mittagszeit. Ah, dieses Riechen und ich meine, ich bin ja nicht dick geworden vom Essen anschauen, ich habe es ja gern gegessen. Aber ja, ich tue es dann halt nicht und sage mal, du bist so schön dünn. Komm, nichts schmeckt so gut wie das Dünnsein. Um gar nicht in Versuchung zu kommen, nimmt Bianca immer ihr Essen mit. Meistens Haferflocken mit Proteinpulver. Manchmal mit Obst, das hat dann ca. 400 Kalorien, rechnet sie uns vor. Mittags gibt es meistens Fleisch oder Fisch mit Gemüse. Abends nur mehr etwas Kaltes. Elisabeth Jäger hat es jetzt eilig. Sie muss zu einem Treffen der Selbsthilfegruppe. Ist eine Magen-Bibers-Operation nicht auch gefährlich, wollen wir von ihr wissen. Die Sterblichkeitsrate liegt, wir haben nachgeschaut, bei 0,4%. Ich habe leider Gottes sogar selber eine gute Freundin verloren, postoperativ, an Komplikationen. Und sie war lange Zeit im Koma, war dazwischen wieder wach. Und in der Zeit, wo sie wach war, habe ich sie, ich habe sie auch einmal besucht. Und da hat sie zu mir gesagt, Elisabeth, mach dir keinen Kopf, ich würde es wieder machen lassen. In Weißenkirchen an der Donau treffen wir eine Freundin von Elisabeth Jäger, Andrea. Sie hat die Zeit genutzt, um laufen zu gehen. Auch sie hat einen Magenbypass. Mein Schlüsselerlebnis war, ich habe meinen Sohn aus dem Kindergarten abgeholt und er ist in der Garderobe gesessen und hat bitterlich geweint. Und ich glaube, der hat mit irgendeinem Freund Stress gehabt, Bausteine und dergleichen. Und er hat gesagt, nein, die Kinder haben ihn ausgespottet, indem er die dickste und fetteste Mama vom Kindergarten hat. Wie war das für Sie, das zu hören? Katastrophe. Ich habe immer gewusst, dass ich dicker bin wie andere, aber ich habe mich selber nicht so wahrnehmen wollen. Und eben, dass mein Sohn darunter gelitten hat, das war für mich so. Und jetzt musst du wirklich einen gravierenden Schritt machen. Ich habe vorher schon alles Mögliche probiert, von Ananas bis Zitronendiät. Es hat sich übertrieben gesprochen, ich habe sicher 100 Kilo genommen und wieder zugenommen.
hallo, grüß euch, meine Lieben. Schön, dass ihr alle in der Wachhaus seid. Wie gefällt es euch? Da habe ich eine nette Location ausgesucht. Ne? Gefällt euch. Na, das freut mich. Die Katharina ist unser Küken in der Runde. Vom Alter her und auch vom Operationsdatum her. Wie alt sind Sie? 20. Und wann haben Sie sich operieren lassen? Im Mai dieses Jahr. Und wie viel Kilo sind weg? Circa 37, 38 circa. Also wenn ich da kurz einhaken darf, unser Nachbar hat sich gar nicht erkannt, wie sie nach Hause gekommen ist von der Arbeit, weil wir es länger nicht gesehen gehabt haben und plötzlich hat sie gesagt, wer ist die, wohnt die jetzt auch bei uns im Haus? Weil sie so abgenommen hat. Und wie fühlen Sie sich jetzt? Besser. Also angenehm und ich bin auch offener jetzt da. Ja, richtig. Weil am Anfang war ich ein bisschen doch verschlossener. Und wie ich Jeans angezogen habe, ich habe vorher nie eine Jeans angezogen. Nie. Auch nur daran gedacht, eine anzuziehen. Und jetzt ziehe ich es gerne, weil es mir einfach passt und weil ich einfach froh bin, dass ich jetzt reinkomme. Martina Fichtinger arbeitet hier. Ohne Magen-Bypass-Operation wäre sie nicht mehr am Leben, meint sie. Anfangs war sie aber skeptisch. Ich habe das eigentlich auch sehr direkt meiner Chirurgin dort gesagt, du bist ja wahnsinnig, das lasse ich nie machen. Ich lasse nie meine gesunden Darm so zerschneiden. Oder meinen gesunden Magen. Das war für mich unvorstellbar. Glauben Sie, wird das zu oft heute gemacht oder ist das so ein bisschen inflationär oder wird das zu schnell gemacht bei jungen Leuten? Ich glaube, dass aufgrund dessen, dass ja jetzt die Krankenkassen das sehr genau prüfen und man da sehr viel machen muss und auch lange Wartezeit hat, dass das schon in Ordnung geht. Aber man sollte halt, aber ich glaube, dass sie die Menschen viel, viel mehr informieren sollten. Nicht nur der Arzt. Der Arzt alleine kann das gar nicht alles bringen. Ich glaube, man hat da eine Hohlschuld. Und es gibt nicht nur gute Zeiten nach so einer Operation. Das müsse auch jedem klar sein. Warum werden manche Menschen adipös und andere nicht? Seit 20 Jahren beschäftigt sich die Salzburger Psychologin Elisabeth Adelt-Gattinger mit dem Thema. Sie hat herausgefunden, dass es 250 Faktoren gibt, die mitspielen. Wie zum Beispiel die genetische Veranlagung, die Umwelt, ja sogar die Ernährung im Mutterleib. Und sie geht auch der Frage nach, warum übergewichtige Menschen so oft von der Gesellschaft ausgegrenzt werden. Naja, einerseits könnte man es damit erklären, dass in Wohlstandsgesellschaften das dünne Schönheitsideal quasi als Gegengewicht entsteht. Möglicherweise ist das eine Ursache, alle Ursachen weiß ich nicht oder weiß man wahrscheinlich nicht. Aber die Medien haben natürlich ihren Teil, indem sie dieses anorektische Schönheitsideal propagieren, indem die Modeindustrie auf dieses anorektische Schönheitsideal aufspringt, dass man Kleidung nur mehr einigermaßen unter Größe, weiß ich, 40 bekommt, was früher eher schlank war. Und heute ist der Mädel schon dick oder Bursch. Viele, viele Ursachen. Ja. Jetzt gibt es die Möglichkeit, einen Magen-Bypass sich operieren zu lassen. Ja. Was halten Sie davon? Wenn sämtliche Versuche abzunehmen, also zumindest 3 Versuche abzunehmen, ernsthafte, gut begleitete, nicht zum Erfolg geführt haben, dann ist es ein Glück, dass wir diese chirurgische Methode haben. Wobei wir wissen, dass sehr viele Diäten zu sehr hohen Erfolgen führen, nur dass alles nachher wieder zugenommen wird. Das heißt, man müsste über ganz lange Zeit beobachten, ob jemand das verlorene Gewicht halten kann. Und das hat man auch beobachtet. Und es wird meist noch mehr zugenommen, als verloren wurde. Das ist jetzt sehr beunruhigend für viele, das zu hören, dass sie sagen, eine Diät ist eigentlich sinnlos à la longue. Es ist so ziemlich das Dümmste, was man tun kann, ja. Man müsste seine Ernährung und sein Bewegungsverhalten also permanent umstellen, nicht auf Zeit. Das haben uns alle Experten bestätigt. Zurück im AKH. Es ist soweit. Adrian wird für die OP vorbereitet. Doch sein Termin verschiebt sich etwas, denn vor ihm ist Felix Gruber dran. Das war der Patient aus Linz mit 380 Kilo. Seine Operation dauert länger als geplant und fordert das medizinische Können des Expertenteams heraus.
Wir haben dem Patienten eine Magenverkleinerung, einen sogenannten Schlauchmagen oder auf Englisch Sleeve Gastrectomie gemacht. Das war naturgemäß nicht so einfach, weil er ja doch sehr, sehr adipös ist. Und das ist jetzt der Magen, der resiziert worden ist, also weggeschnitten worden ist. Und Sie sehen, das ist ein sehr großer Magen, erfasst, wie viel Milliliter? 1800 Milliliter. Also 1,8 Liter. Normalerweise bewegt sich das zwischen 700 und 1000 Milliliter, also 1 Liter ungefähr. Und da haben wir 1,8 Liter resiziert. Und wir hoffen, dass der Patient entsprechend gut abnehmen wird. Was man sehr schön sieht, ist, was eine Narkose durch Experten ausmacht. Er ist wenige Minuten, nachdem der Schlauch aus der Luftröhre entfernt worden ist, schon wieder putzmunter und wird jetzt zum Teil selbstständig in sein eigenes Bett drüber gleiten. Da drüben. Augen auf, da haben Sie das. Sehen Sie das? Super. Sie müssten sich jetzt festhalten. Popo in die Höhe. Eins, zwei, super. Drei. Wir müssen noch Kopfwerk dann rüber. Passt. Jawohl. Fahren wir mit dem Bett weg und dann Kopfwerk. Was man gut sieht, wenn er nicht mithilft, den können auch keine 8 Leute heben. So unmöglich. Hallo Adrian. Grüß Gott. Wie geht's dir? Eigentlich gut, aber bin doch eher mehr aufgeregt, als ich dachte. Ja. Wirkst aber eigentlich ganz ruhig. Ja, versucht ruhig zu bleiben. Aber 5 Minuten noch und dann gehen wir zu Fuß in den Operationssaal und dann gehen wir's an. Okay. Gut? Derartige Operationen dauern zwischen 90 und 150 Minuten und werden minimalinvasiv, also mit einer schonenden Technik durchgeführt. Die Instrumente und eine kleine Kamera werden über mehrere Hautschnitte in den Bauchraum eingeführt. Bei Adrian verläuft alles problemlos. 3000 solcher Operationen werden in Österreich pro Jahr gemacht, Tendenz steigend. Wir sind verabredet mit der Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz. Sie beobachtet diesen Trend mit wachsender Besorgnis. Sie befürchtet, dass bei Jungen zu schnell operiert wird. Die Operation sollte gut überlegt sein und nur in speziellen Zentren vorgenommen werden. Wir müssen uns damit beschäftigen, dass Kinder und Jugendliche übergewichtig sind, dass der Anteil derer, die übergewichtig sind und massiv übergewichtig sind, wächst. Aber hallo, der Ausweg kann nicht in der Kinderchirurgie liegen. Wenn wir das nicht als gesellschaftliches Problem begreifen, mit mehr Bewegung, mit striktem Verbot, was ich fordere, für Werbung, die sich an Kinder richtet und die hochkalorische, ungesunde Ernährung zum Ziel hat. Das dürfen wir nicht zulassen. Wollen wir alle operieren? Das kann doch nicht ein Weg hinaus sein. Und es soll auch mit dieser positiven Darstellung dieser Adipositas-Chirurgie nicht der Eindruck erweckt werden, jetzt ist eh schon wurscht, jetzt isse ich mir die letzten 10 Kilo auch noch an, bis ich sozusagen in einer Body-Mass-Gruppe bin, wo ich operiert werden kann und dann wird mein Problem gelöst. Also da werden auch Erwartungen geweckt, die ich sehr hinterfrage. Doch was kann man tun, um es gar nicht so weit kommen zu lassen? Wir besuchen die Volksschule Hebergasse in Wien-Meidling. Hier findet eines der raren Projekte gegen Übergewicht statt, das EDI-Projekt. Initiiert hat es der Kinderarzt Kurt Wittalm. Er kämpft unermüdlich gegen Übergewicht bei Kindern. Prävention muss schon sehr früh stattfinden. Während der Schwangerschaft, in der Neugeborenenperiode, im Kindergarten, in der Schule. Ganz wichtig ist, dass die Eltern mitmachen, dass die Eltern auch entsprechend verstehen, worum es geht. Wenn wir hier diese Schule zum Beispiel anschauen, wir haben in anderen Schulen auch Untersuchungen gemacht, dann haben wir in dieser Schule sogar 40% an Übergewicht zu verzeichnen, in anderen Schulen sind es 30%, das hängt von Bezirk zu Bezirk ab. 6% der Kinder hier sind sogar extrem übergewichtig. Die Hebergasse ist eine sogenannte Brennpunktschule. 91% der Kinder haben Migrationshintergrund. Es ist alles bekannt, dass Kinder mit Migrationshintergrund eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, extremes Übergewicht zu entwickeln. Fast doppelt so hoch.
Also das heißt, dort müssen wir ganz besonders intervenieren und wir müssen permanent in Schulen Gesundheit und Prävention einführen. Der zweite Teil des Projekts ist der Unterricht mit der Ernährungswissenschaftlerin Emma Malina Alzinger. Bitte, was hast du gern zum Frühstück? Müsli. Müsli, okay. Mit Schokolade oder ohne Schokolade? Ohne Schokolade. Wer will noch sagen, was hast du gern zum Frühstück? Ist ein gekochtes Ei mit Karotten und ja, Obst noch dazu. Sehr gut, ja. Ich mag gerne eine Pizza. Eine Pizza ja. Zum Frühstück? Ja. Super, okay. Toast mit Kakao. Sie hat null Wissen über gesunde Ernährung. Obst und Gemüse war eigentlich mehr oder weniger ein Fremdwort. Und ich merke schon, dass sich jetzt im letzten Jahr, dass wir spielerisch ganz einfaches Wissen jetzt erst langsam die Kinder überhaupt mal erfassen, dass es gesunde Ernährung gibt. Das Projekt an dieser Schule ist nur durch privates Engagement möglich. Sponsor ist ein Supermarkt. Es gäbe kaum Unterstützung von den verantwortlichen Politikern, erzählt uns der Kinderarzt Kurt Wittholm. Es ist ein Dienstagvormittag im Mai. Wir treffen Bianca im Klinikum St. Pölten. Sie ist überglücklich. Die Straffung an den Oberschenkeln und am Gesäß ist endlich von der Gebietskrankenkasse bewilligt worden. Einfach war es nicht. Denn die Operation muss medizinisch notwendig sein. Reine ästhetische Gründe werden nicht anerkannt. Das ist echt das, wo ich sage, es ist mir egal, wie viele Schmerzen kommen oder irgendwas. Ich freue mich einfach so aufs Ergebnis und dass ich es endlich hinter mich bringen kann und das Thema endlich abschließen kann. Mindestens eine Woche wird Bianca wieder im Spital bleiben müssen. Danach muss sie kurzfristig zu ihren Eltern ziehen, da sie sich mit den frischen Nähten nur eingeschränkt bewegen darf. Ein Jahr wird es dauern, bis die Narben komplett verheilt sind. Der kleine Kackhaufen ist immer überall dabei. Ob im Urlaub oder im Spital, der muss mit. Warum gerade der? Der kleine Kackhaufen? Ja. Ja, weil er so schön zeigt, wie das Leben manchmal ist. Ja, einen netten Teddy kann sich jeder hinsetzen, aber das Leben ist nicht immer nur ein netter Teddy. Operiert wird Bianca diesmal wieder von dem plastischen Chirurgen Viktor Bulgaropoulos. Er ist zufrieden mit dem Resultat seiner letzten Operation. 1840 Gramm hat er in Biancas Bauch und 1200 Gramm an beiden Armen weggeschnitten. Über 3 Kilo, 3,5 Kilo. Das ist grob gerechnet. Was viel ist, weil ja das meiste Haut war. Mit relativ wenig Fett, deshalb passt es viel, ja. Sie modellieren eigentlich schon ein bisschen einen neuen Körper jetzt. Ja, ja, kann man schon sagen, ja. Ein schönes Ergebnis braucht eine perfekte Planung. Für die bevorstehende OP zeichnet der Chirurg für uns seine geplanten Schnitte ein. Das ist das Areal, das wir wegschneiden werden, das angezeichnete. Und insofern wird sich das Ganze so straffen, wie man sieht. Und das ist dann das beste Straffungsergebnis? Ja. Wenn alles vorbei ist, will Bianca in der Ernährungsberatung arbeiten. Am liebsten mit übergewichtigen Jugendlichen. Ein Leben lang wird das Erste, was aufscheint bei Langeweile, bei Frust, bei Stress, Essen sein. Aber es ist halt jedes Mal meine Entscheidung, ob ich dem gleich nachgehe oder ob ich doch was anderes versuche. Und ich werde daran weiterarbeiten, weil ich möchte das Leben, was ich jetzt habe, die Freiheiten durch das weniger Gewicht und das gute Körpergefühl und so, es gibt einem schon viel mehr Möglichkeiten, dass einem die Sachen wie Sport oder irgendwelche Sachen Spaß machen, was halt als Übergewichtiger nicht so ist oder nicht so leicht ist. Und wenn man da dran bleibt, dann wird das sicher noch ein tolles Leben. 3 Monate später. Wir treffen Adrian in einem seiner Lieblingslokale bei der Wiener Donau-City. Wir sind schon gespannt, ob sich sein Aussehen in der kurzen Zeit nach der Operation verändert hat. Hallo Adrian, hallo. Servus, hallo. Wie geht's Adrian? Also ich fühle mich seit unserem letzten Treffen viel besser. Ich spüre auch, dass es besser geworden ist und ich hoffe, es wird natürlich noch mehr. Ich habe schon einiges abgenommen. Wie viel hast du denn abgenommen? Circa 36 Kilo bisher.
Also es ist auf jeden Fall eine Veränderung für mich auch, weil ich habe ihn ja immer essen gesehen und so weiter und jetzt halt gar nicht. Also weniger als vorher. Ich merke, wenn ich satt bin auf jeden Fall. Also früher nicht so, jetzt merke ich, wenn ich satt bin und dann weiß ich, jetzt muss ich aufhören. Sonst gibt es Folgen und die muss man nicht erzwingen. Adrian wirkt viel selbstsicherer als bei unserem ersten Treffen. Statt kalorienhältiger Softdrinks trinkt er nur mehr Soda, Zitronen. Wenn man sich das jetzt anschaut, dein Gesicht ist schon ganz anders. Und also diese 35 Kilo, hast du gesagt? 36. 36 merkt man schon weniger, oder? Ja, das merkt man, wenn man so zurückblickend drauf schaut, merkt man schon, dass es eigentlich doch weniger geworden ist. Was fühlst du, wenn du das siehst? Naja, Trauer, aber doch eher Freude, weil es nicht mehr so ist. Aber doch traurig zurückzudenken, dass es so war. Dass es so weit gekommen ist, oder? Ja, dass es so weit kommen konnte und ich mich nicht kontrollieren konnte, ehrlich gesagt. Ich merke, dass er irgendwie glücklicher ist. Also es kommt mir auf jeden Fall so vor und ich glaube, er ist es aber auch. Er ist noch auf einem langen Weg, würde ich sagen. Also es ist noch ein langer Weg, aber es ist schon, der größte Teil ist geschaffen. Also geschafft und... Ist das ein Geheimnis mit der Operation oder wissen es deine Freunde oder die engen Freunde? Also meine Freunde wissen es eigentlich. Ich meine, ich erzähle es jetzt nicht jedem rum, aber wenn wir fragt, dann sage ich es ihm schon, ehrlich gesagt. Also ist jetzt kein Geheimnis für mich. Also man sieht schon, dass einige Leute ihn anschauen. Also das merke ich auch. Aber jetzt große Kommentare oder irgendwelche Dinge, die gesagt werden, höre ich jetzt auch nicht. Also. Und welchen Rat hätte Adrian an andere übergewichtige Jugendliche? Wenigstens das Gewicht halten, damit es nicht noch schlimmer wird und dann spätere Folgen im Laufe des Lebens das Leben beeinträchtigen. Dadurch also weniger Lebenszeit, erschwerte Lebenszeit, Frühpension vielleicht für Ältere, weil sie zu übergewichtig sind. Und man sollte es nicht dazu kommen lassen. Also ich rate jedem, sich dann doch an seinen Riemen zu reißen und was für sein Gewicht zu tun, für seinen Körper und sein Wohlergehen.